Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in der Weißmark bei unserer Gruppe. Und vorweg eine Information, ich spiele ab sofort mit dem neuen Patch, da bleibt mir auch nicht viel übrig, 2.0.3. Und mit dem ist etwas verbunden, nämlich offenbar gravierende Eingriffe in die Spielalgorithmen, wie auch immer. Die Mods funktionieren nicht mehr. Das ist insofern für uns jetzt mit Nachteil verbunden. Und zwar vor allem in zweierlei Hinsicht. Erstens wird das Schleichen wieder länger dauern. Wir werden langsam schleichen. Das war ja ein schöner Vorteil dieses anderen Mods. Und das zweite Problemchen ist, dass hier die deutschen Übersetzungen nicht mehr so gut funktionieren. Ihr seht es hier in der Beschreibung. Missing GUI steht da. Also ich muss jetzt häufig bei irgendwelchen Fähigkeiten oder Zaubern in die Detailansicht nochmal schauen, um zu sehen, was sie bringen. Das sind aber auch jetzt die gravierenden Sachen. Das wird sich vermutlich ein bisschen hinziehen. Die Entwickler haben gesagt, sie brauchen eine ganze Zeit, die Mod-Entwickler, ehe sie das angepasst haben. Bei der Deutschkorrektur weiß ich es nicht. Außerdem nehme ich ja auch ein bisschen im Voraus auf. Insofern, ja, ist einfach jetzt so. Ich denke aber, das wird uns nicht abhalten, hier weiter mit Walli die Gegend zu erkunden und dem Geheimnis dieser ganzen Geschichte um Durgans Batterie weiter auf die Spur zu kommen. So, ich frage mich jetzt, können wir uns das erlauben, hier mit so wenig Gesundheit weiter zu erkunden oder sollten wir etwa rasten? Ich riskiere es mal, noch weiter zu gehen. Wir haben ja hier einiges noch zu tun. Also Durgans Batterie scheint auch ein großes Gebiet zu sein. Wir suchen den Einsiedler, der uns wohlmöglich erzählen kann, wie wir da überhaupt reinkommen. Und wir suchen hier noch so eine Bande, die Metzler oder wie die heißen. Ich gucke hier nochmal kurz ins Questbuch. Hier, Metzler. Das ist die Anführerin der Schwesternschaft des gelöschten Schädels. Huiuiuiui. Berat-Jüngern, die irgendwo in der Wildnis sich rumtreiben. Und ein paar andere Problemchen haben wir auch noch. Vor allem hat Walli eine blöden, seelengebundenen, verfluchten Zweihänder jetzt in der Hand, den er nicht mehr los wird. Das ist auch noch eine ziemlich komplizierte Angelegenheit mit irgendwelchen Gedichten und Versen, die wir interpretieren müssen. Also derzeit alles ein bisschen schwierig und ein paar andere Sachen warten hier auch noch auf uns. Aber wir erkunden erstmal die Gegend weiter, liebe Freunde. Und ich denke, ich habe Lust, erstmal wieder ein Stück weit zurückzugehen, um hier den Kreis erstmal zu schließen, um erstmal zu wissen, wie wir hier wieder vernünftig wegkommen, bevor wir weiter erkunden. Aber nicht Walli alleine, nein, zusammen mit deinen Freunden. Okay, wie gesagt, ich wage es nochmal. Wir haben Durgans Übergang, eine alte Brücke offenbar entdeckt. Speichern tun wir auch mal. Und dann schauen wir uns mal weiter rum. Ich wollte Durans hier noch, genau, den Skript aktiv machen. Unterstützung ist okay. Alles klar. Und dann lasst uns weiter die Gegend erkunden. Hier ist noch irgendwas unbekannt. Ich vermute, das haben wir von der anderen Seite her schon ein bisschen erkundet hier. Ihr seht, dass es deutlich langsamer geht, aber naja, haben wir ein bisschen Zeit, die eisige Landschaft hier um uns herum zu genießen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf uns wartet. Ich befürchte nichts Gutes, so wie ich das hier kenne. Und was sehen wir? Wir sehen da erstmal ein paar Kisten. Oder eine Kiste. Was hat es damit auf sich? Diese Kiste ist leer, riecht aber stark nach Fisch. Okay, gehen wir weiter. Oh ja, wen haben wir da? Metzler, von der sprach ich doch gerade. Das wird also wieder so ein Söldner-Kopfgeldkampf und erfahrungsgemäß wird das unangenehm. Erfahrungsgemäß wird das unangenehm, das Ganze. Ja, gut, positionieren wir uns erst einmal. Und am besten, ja gut, wir machen es am besten. Gehen wir mit, ich gehe mal mit Zahua auf die Seite. Und mit Itomak auf die Seite. Vielleicht alles noch schleichend. Noch haben sie uns nicht gesehen. Können wir mit denen reden? Nein, sie sind gleich feindlich. Und was haben wir hier oben? Mönch des gelöschten Schädels, Dieb, Priesterin. Okay, hier ist offenbar einiges im Anmarsch. So, ich glaube, ich würde dann gerne beginnen, indem wir
aus dem Schleichen heraus mit Sagani direkten Angriff machen. Ich glaube, das kommt ganz gut. So. Und dann, ich weiß gar nicht, Durance kommt dann auch schon hin. Versuchen wir es. Doppelangriff. Und dann müssen wir das Spähen auflösen und dann gehen wir voran. Okay, sehr schön. Das waren gleich... Ach nee, das war einfach nur 6 und 4 Schaden. Ich dachte, das wäre 64. So, dann müssen wir gucken. Wir gehen, glaube ich, hier Mönch gegen Mönch. Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht versuchen wir ihn gerade mit einem Betäubungsschlag zu bekommen. Itomak stürmt am besten hier an der Seite vorbei. Und, ach so, überhaupt erstmal alle nicht mehr schleichen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Haben sie sich gemerkt? Ja, haben sie sich gemerkt. So, was machen wir mit Vali? Vali ist nun stark gefährdet. Der braucht jetzt nur 181 Gesundheit zu verlieren. Und dann haben wir ein Problem, weil dann ist er tot. So, Flammenwand oder... Ne, wir machen... Ich denke mal, wir machen einfach mal einen Feuerball hier rein. Die kommen alle so hübsch. Ja, wir müssen da dafür ein bisschen nach vorne gehen, was immer riskant ist. Mag ich ja nicht so gern. Aber sie kommen ja jetzt auch alle nach vorne. Wir lassen sie mal ein bisschen kommen. Wir hauen ein Feuerball rein. Wir werden Eder hier hinschicken und Palegina hier. Und dann schauen wir mal, was das bringt. Ach so. Und Durance machen wir ein paar Verstärkungssachen. Ja. Variieren wir das Ganze mal ein bisschen. Heilige Macht hier in die Mitte. Ach nee, das geht um ihn herum. Ja, dann machen wir das. Okay. Das ist gut. Gebunden, gebunden, gebunden. Wo bleibt der Feuerball? Oh Gott, was haben wir hinten noch? Ein Zauberer. Das ist immer schlecht. Dann versuchen wir doch mal mit Itomak hier vielleicht das Ganze zu umgehen und den Zauberer zu binden. Und mit Eder. Eder muss hier irgendwie gegen Metzler und den Paladin klarkommen. Oh ja, und dann kommt jetzt auch noch gleich der blöde... Feuerball. Na gut, mal sehen. So, gegen wen geht Sagani? Gegen die Priesterin? Oh, Medium haben wir auch. Medium ist unangenehm. Die können irgendwie, glaube ich, kontrollieren. Versuchen wir das mal zu kontrollieren. Machen wir mal eine markierte Beute. Hat er uns selbst auch getroffen. Vielleicht ein bisschen Zahua, aber das ist nicht so schlimm. Der kann ja Wunden vertragen. Das passt ganz gut. Okay. Du gehst jetzt gegen den Zauberer und versuchst, ihn auch direkt umzuhauen. Sehr schön, der Paladin ist ganz gut beschäftigt durch die Aktion. So, das war Vali. Vali steht hier ein bisschen zu weit vorne. Ich möchte aber, dass er gleich nochmal hier den Käfer holt. Den brauchen wir jetzt. Und dann soll er sich zurückziehen. Dann soll er sich zurückziehen. Und Palegina macht gleich mal eingeschworenen Feind auf diesen Dieb. Und Zahua ist, glaube ich, schon ganz gut am Start. Aber kann im Griff der Qual gleich auch nochmal probieren. Okay. Der hat ihn weggeschleudert. Verdammt. Und der Dieb, der ist auch abgehauen. Das ist alles nicht so gut. Sagani geht auf das Medium. Das ist okay. Ja, jetzt musst du da schnell wieder hin, mein Freund. Ah, der hat sich... Ach... Das ist ärgerlich. Okay, da muss sich Palegina mit dem beschäftigen. Auch wenn er jetzt sie jetzt das nicht mehr als eingeschworenen Feind hat. Egal. Haut er mal mit Flammen der Hingabe rauf. Oh, verdammt, was ist hier los? Itomak. Das scheint hier nicht geklappt zu haben. Geh doch mal gegen den vor. Und hier ist unser Adra-Käfer. Das ist gut. Der wird da gleich irgendwie so einen Schock mal reinhauen gegen das Medium. Das Medium ist, glaube ich, echt nervig. So, damit ist Vali erstmal, hat hier schon ziemlich viel gerissen. Und jetzt ist er einfach nur ein bisschen unterstützend da im Hintergrund. Das ist schon okay so. So, die arme Palegina ist jetzt ziemlich bedrängt. Es wird Zeit, dass Zahua wieder aufsteht. Deswegen wird Vali jetzt ein bisschen helfen, indem er dort einen Arkanangriff reinmacht. Okay. Das mit dem Schock klappt hoffentlich gleich.
Hey, der versucht doch nochmal ein Niederstrecken. Gegen Metzler. Okay, das war gut. Schwer verletzt, sehr gut. Der Adra-Käfer, der ist schon stark, wie ich finde. Dann mach jetzt nochmal so einen Blitz und Zarua, steh doch mal bitte auf hier. Zagani, die ist im Moment wirklich am bedrängtesten. Bringt es was? Was können wir da noch tun? Wir können jetzt direkt mal einmal Minolettas Erschütternde reinhauen. Der Mönch ist schon schwer verletzt. Vielleicht können wir den dadurch gleich erledigen und einmal Hand auflegen. Bitte. Und Durins geht gegen die Priesterin. Sehr schön. Hand auflegen hat geholfen. Das gefällt mir. Machen wir nochmal Flammen der Hingabe. Gegen wen jetzt eigentlich? Gegen den da. Oh, das dauert ja noch. Oh, 9 Sekunden ist der niedergestreckt. Ich fasse es nicht. Puh, hart. So, jetzt kommt hoffentlich Minoletta. Das wäre richtig wichtig jetzt. Der ist niedergeschlagen, das ist auch gut. Der macht Schock, das ist auch gut. Itomak, wie geht's dir? Noch ziemlich gut. Dann versuch doch mal, diesen blöden Zauberer niederzuschlagen. Wir haben noch dieses doofe Medium hier noch. Achso, da geht ja der Käfer gegen. Oh ja, das war gut, Wally, das war gut. Dem Tode nahe, verletzt. Dann geh du doch mal bitte jetzt gegen den, der da dem Tode nahe ist. Und wir hauen jetzt direkt nochmal so ein Ding rein. Und zwar jetzt gegen den Verletzten. Das wirkt sich auch auf den anderen aus. Das ist, glaube ich, so eine Art Flächenschaden. So, Zahua, der ist ja so lange aus dem Spiel genommen wie Etzel. So, wie sieht's aus? Dem Tode nahe verletzt. Dem Tode nahe. So, jetzt greift doch mal ordentlich an hier. Okay, sehr gut. Der eine ist hin, der andere ist dem Tode nahe. Wir kommen der Sache näher. Zagani ist aber hingefallen. Das ist auch ein bisschen doof. Wir machen noch einen Arkanangriff hier rein. Itomak hält noch Stand. Uiuiuiuiui. Leute, Leute, Leute. Was ist hier los? Warum ist denn der Käfer? Den werden wir jetzt mal auf KI stellen. Der Zauberer ist erledigt. Das ist gut. Wir gehen gegen den Paladin. Und du versuchst nochmal den Paladin umzuhauen. Auch okay. Und Durins. Ja, komm. Oh Gott, dass Sahua so lange aus dem Spiel genommen werden kann. Das ist echt heftig. Das Ding hat ja doch auch diesen Zauber. Das hatte ich gar nicht so im Blick, dass der so stark ist. Das müssen wir uns mal kurz mal angucken. Wie lange? Niedergeschreckt für 10 Sekunden. Ey, das müssen wir auch nutzen. Das müssten wir das nächste Mal unbedingt auch nutzen. So, Wally. Was machst du von hinten? Du machst einmal... ja, warum nicht nochmal erschüttern? Das ist doch okay. Jetzt. Jetzt ist er wieder aufgestanden. Und jetzt machen wir denselben Spaß. Ne, wir machen im Griff der Qual. Okay. Der liegt. Der ist dran. Der ist auch schon den Tode nahe. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir die Sache, glaube ich, im Griff. Jetzt haben wir die Sache, glaube ich, im Griff. Was kann Wally noch machen? Wer macht hier jetzt die Stufe 1 Zauber? Vielleicht mal gegen den da hinten. Okay. Und du? Versuch zu betäuben. Die Wunden sind weg. Das ist auch nicht gut. Ja, das hat auch geklappt. Sehr schön. Der Käfer ist weg, aber Itomak lebt noch. Steht noch. Machen wir jetzt mal auf KI-Steuerung. Und ja, dann sind jetzt nicht mehr viele übrig. Das ist erfreulich. Dann geht es jetzt gegen den. Alles klar. Die Sache haben wir jetzt. Haben wir geschafft. Uiuiui. Das war aber auch kein Kinderspiel. Was macht ihr hier? Macht ihr gar nichts? Und Metzler ist immer erst noch leicht verletzt. Itomak hat jetzt niedrige Ausdauer. Und die arme Palegina auch. Da machen wir nochmal Hand auflegen. Wally weiß auch nicht, was er machen soll mit seinem komischen Schwert.
Wir werden mal einen Hieb der 1000 Schleier machen. Das unterbricht wenigstens hübsch. Jawohl. Hat auch ganz gut Schaden gemacht, oder? 35 Wuchtschaden. Wahnsinn. Walli. Hätte ich jetzt gar nicht zugetraut. Machen wir das gleich nochmal. Kriegen wir das nochmal hin. Polygina ist... So, Zahua kämpft hier gegen den Typen, aber das macht er schon ganz gut. Und Walli, nochmal das Ganze. Ist immerhin schon verletzt, die Dame. Ah, die ist schwer gepanzert. Die ist nicht so leicht zu erwischen. Aber jetzt gehen alle auf sie. Das sollte jetzt doch nur noch eine Frage der Zeit sein, oder? Achso, Walli, naja. Walli, tu mal wieder raus. Er hat noch einen Schlag mitgekriegt, aber so ist das. Walli stellt sich jetzt einfach hin. Der kann halt mit seinem Schwert. Das will ich nicht riskieren. Boah, die ist so hart im Nehmen, schwer verletzt. Itomak ist bewusstlos noch. Das ist okay, nicht so schlimm. So, schwer verletzt. Meine Herren, was ist denn das? Außergewöhnliche Verteidigung, wahrscheinlich gegen Stich. Ah ja, gegen Stich ist sie gut gepanzert, das ist klar. Deswegen bringen Saganis Schüsse nicht so viel. So eine Vollplattenpanzerung muss man sich mal merken. Da sollte man die Fernkämpfer nicht drauf schicken. Immer noch, er ist verletzt. Es ist so heftig. Entweder die so eine krasse Rüstung oder so viele Lebenspunkte. Aber uns trifft sie auch nicht. Wir könnten mal mit Sagani... Nee. Zahua, aber der hat auch keine Wunden. Der steht halt hinter der. Können wir hier noch irgendwas forcieren? Vielleicht noch einen verwundenen Schuss machen? Was können wir noch? Ja, wir können noch mal göttlichen Schrecken verbreiten oder so ein Quatsch. Ja, hat sogar funktioniert. Für 17 Sekunden ist die Dame verängstigt. Okay, so, jetzt versucht es nochmal schwer verletzt. Das sollte doch jetzt wohl möglich sein. Machen wir nochmal einen geschworenen Feind. Jawohl. Immer noch schwer verletzt. Naja, aber wir treffen. Gott, was ist das für eine Braut, ey? Die ist nur noch verletzt. Hat sie sich geheilt? Jetzt ist sie schwer verletzt. Ist ja Wahnsinn. Ist ja der reine Wahnsinn. Ja, bei uns dringt sie auch nicht so richtig gut durch. Mal sehen. Jetzt ist sie dem Tode. Ich frage mich, wie lange dieses Spiel geht. Jetzt haben wir es geschafft. Das hatten wir auch lange nicht mehr. So eine hartnäckige Gegnerin. So, jetzt wollen wir mal schauen, was es mit diesen Leuten auf sich hat. Ein Zauberbuch. Ein abgenutztes. Das geben wir natürlich Walli. Was haben wir hier noch Feines? Ein einzigartiger Streitflegel. Den schauen wir uns gleich mal an. Vergessene Träne. Sieht gut aus. Schnell. Schaden ist nicht so doll. Plus 30% leichte Treffer umgewandelt. Plus 10% Benommenheit. Gebet gegen Hinternis und Leiden unterdrücken. Okay. Anhänger von Undra berichten von ihrer Liebschaft mit dem Mond. Vor allem ihrer unerwiderten Liebe für Zen Belefa. Doch es war Yoni Bratr, der kleinere der zwei Monde, den Undra vor tausenden von Jahren in das Meer zehrte. Man glaubt, dass noch immer kleine Splitter von Yoni Bratr in einigen entlegenen Gebieten von Eora existieren. Verlorene Zeichen der Leidenschaft der Göttin. Man nennt diese Mondfragmente und die Kraterseen, die sich um sie herum oft bilden, Ondras Tränen. Dieser Flegel wurde mit einem Fragment von Yoni Bratr gefertigt, das Pargronen-Zwerge in der Weißmark gefunden haben. Okay, vergessene Träne des Geliebten. Das geben wir einmal an Eder, der Spezialist für solche Dinge. Der Rest ist, glaube ich, nur Mittelmaß. Und was haben wir? Ein Ei haben wir. Und einen Vollhelm. Und irgendein... Metzlers Kopf. Ja, wichtig für das Kopfgeld, so wie sich das gehört.
Oha, da finden wir einiges. So, und hier ist noch eine nackte Dame, die wir noch weiter plündern können. Aber da ist nur ein Umhang. Puh, liebe Leute, wow. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, wie die hier gewütet haben, was eigentlich mit denen los ist. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Ich bin gespannt. Macht's gut, bis dann, euer Steinwallen.